Die Boxnacht in Hettstedt rief am vergangenen Samstag wieder viele Zuschauer in die Druschbarhalle. Etwa 400 verfolgten am Ende des Abends die 26 Wettkämpfe. Frank Hauke begrüßte als Chef des Boxclubs natürlich die Gäste. Wir haben heute 26 Kämpfe auf dem Programm. Von der Schülerklasse angefangen, 10-Jährige bis in die Männerklasse. Der Hessische Boxsportverein stellt heute nur Schüler und Kadetten in den Ring. Das ist alles mein Nachwuchs. Die machen heute ihren ersten Kampf. Sind ein bisschen aufgeregt, aber irgendwann ist es soweit, aber dann müssen wir den Kampf. Gleich am Anfang sollten die Zuschauer den Debütkampf des Hettstedter Fridolin Lieberam erleben. Doch da sein Gegner Sammy Schilling aus Bitterfeld erst 9 Jahre alt war, konnte der Boxkampf nur als Sparring ohne Wertung durchgeführt werden. Der Hettstedter hinterließ aber im Ring einen guten Eindruck, sodass sein Trainer kaum von der Seite verbal agierte. Fridolin bekam anschließend auch den vereinsinternen Wanderpokal. Dieser wird jedes Jahr an einen Sportler des Vereins für besondere Leistungen verliehen. Durch viel Trainingsfleiß erarbeitete sich der 10-jährige Fridolin in diesem Jahr die Ehrung. Im Kampfplan stand als nächstes der Fight zwischen Anton Tietz aus Stendal und Felix Berndt aus Neuwelt. Der junge Stendaler konnte am Ende den Sieg und damit die Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Auch der Bitterfelder Milat Pordili schaffte dies, als er im dritten Kampf des Abends Felix Schiek aus Neuwelt besiegte. Ebenfalls für 3x1 Minute traten als Vierte der Hettstedter Nikita Jörg und Julius Naumann von Tabea Halle in den Ring. Nach seinem Sparringkampf im letzten Jahr zur Boxnacht konnte Nikita in diesem Jahr sein Wertungsdebüt antreten. Von Aufregung war für den Zuschauer nichts zu merken. Und mit den motivierenden Rufen der Trainer zeigten auch diese beiden jungen Boxer gute Leistungen im Ring. Sieg nach Punkten für Nikita, hieß es am Ende der 3 Runden. Neben den Hettstedtern waren Sportler aus ganz Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen zur Boxnacht gekommen. Dabei waren 15 Vereine vertreten und stellten so eine bunte Vielfalt in den Ring. Die Ergebnisse der einzelnen Kämpfe sehen Sie hier. So gesehen, ein Landkreisduell gab es im 9. Kampf mit dem Sangerhäuser Anastasios Chrysoroides und dem Hettstedter Dennis Puchko. Vor allem in Runde 2
konnte Dennis einige gute Treffer landen, die am Ende auch zum Sieg führten. Die erste kleine Pause nutzten wir, um mit Frank Kauke ein kurzes Interview zum Verein und zur Bedeutung der Boxnacht zu führen. Das Highlight des Jahres, wir sind viel unterwegs, wir sind in Brandenburg, wir sind in Sachsen unten. Und der Heimkampf, sage ich immer, das ist da, wo wir uns präsentieren, wo ich unser Verein vorstelle, unsere Boxer. Und da sage ich immer, hier sollen sie sich anstrengen, hier sollen sie diese Leistung abrufen, was sie beim Training gelernt haben. Sie haben eingangs gesagt, heute sind alles Wettkampfneulinge. Wie aufgeregt sind die Teilnehmer? Wie aufgeregt ist der Trainer? Der Trainer ist, glaube ich, aufgeregter wie meine Schützlinge. Aber ich muss dazu sagen, das sind alles Neulinge, sind aber, ich sage mal, ein Jahr mindestens da dabei. Sie machen Wettkampfsparring. Da werden sie langsam darauf vorbereitet, auf den Wettkampf. Wettkampfsparring heißt halbe Kraft, Schnelligkeit. Das ist eigentlich Sparring und da verlieren die Kinder eigentlich die Angst dabei, wenn sie dann irgendwann mal im Ring stehen. Ja. Könnte man dann auch gleich sagen, dass sich somit wie so ein kleiner Generationswechsel im Verein durchzogen hat, wenn so viele Neulinge dabei sind? Ach nein, ein Generationswechsel eigentlich nicht. Man hat immer Schwierigkeiten, jeder Verein mit Männern. So. Wir haben Nachwuchs, habe ich mehr wie genug Nachwuchs. Natürlich kann ich nicht jeden in den Ring reinstellen. Ich sage immer, ein Boxer muss geboren sein dafür. Es sind viele, die lasse ich Training mitmachen, würde ich aber nie in den Ring reinstellen, weil die Leistung bringen sie nicht dafür. Ja, verheizen tue ich keinen. So, und was jetzt die Jugendklasse ist, haben wir ja auch etliche. Ja, aber Männerklasse fehlt eben. Viele durch beruflich. Voriges Jahr hat der Kai Baumann von mir seinen letzten Kampf gegeben. Ja, ein Abschlusskampf war mein bester Boxer, hat 80 Kämpfe gemacht, war der dritte. In der Landesmeisterschaft immer zweiter oder dritter Platz. Ja, war, wie gesagt, ein Talent von mir. So, hat leider zu spät angefangen. Er hat ja auch mit 26 angefangen. Ist zu spät. Habe ich immer gesagt, hätte er mit 10 Jahren angefangen bei mir, hätte ihn zum deutschen Meister gemacht. Ja, aber er hat schöne Kämpfe gemacht und er hat starke Leute geboxt. Den vorletzten Gegner, der ist deutscher Meister jetzt gewonnen. Da haben wir in Stendal zur Boxnacht geboxt. Einen Spitzenkampf. Und dieses Jahr ist sein Gegner, wo er verloren hatte, deutscher Meister geworden. Aber er ist ja dem Verein erhalten geblieben, jetzt als Trainer. Wenn Sie sich auf den Rängen umschauen, zufrieden mit der Zuschauerzahl in diesem Jahr? Ja, wirklich zufrieden. Also wir haben ja Torjungsverkehr, kann man sagen. Viele kommen erst später, die möchten dann die Größeren sehen, die wollen die Kinder nicht sehen. Um 5 fangen wir mal an. So, und dann müssen wir mal rechnen, bis um 7 ist füllt sich dann die Halle langsam, dann gehen wieder welche. Ja, ist ja ganz normal. Aber Publikum ist immer gut dabei und das freut mich immer. Und deswegen, das ist das, was mich eigentlich immer noch aufbaut, wo ich sage, ja, ich mache das jedes Jahr und tue mir den Stress an. Ja, es ist viel Arbeit, viel Stress, aber es gehört dazu. Was würden Sie sich denn fürs nächste Jahr ganz generell allgemein wünschen? Ja, generell, das hatte ich schon einmal gesagt, ja, generell, ich habe die Trainingskapazitäten nicht. Die sind nicht gegeben. Ich habe einen kleinen Raum, ich kann da drinnen 10 Kinder trainieren. Ja, oder besser gesagt 15 Kinder von den Kleinen. Ich habe mehrere Abteilungen, sprich Altersgruppen, die ich trainiere, 4-mal der Woche. Ich weiß, es ist schwer für die Stadt, eine andere Halle für mich zu finden. Wenn ich einen größeren Trainingsraum hätte, habe ich schon mal gesagt, könnte ich mehr aufnehmen. Ich habe wirklich Einstellungsstopp zur Zeit. Das hört sich jetzt ein bisschen dumm an, ist aber so. Ja, ich habe so viel Nachfrage und ich habe ein Buch, wo ich das alles eintrage. Wen könnte ich dann nehmen, wenn einer wieder bei mir aufhört, rufe ich die Eltern an und sage, so, jetzt könnt ihr mir den Jungen oder das Mädchen schicken.
Unter den Zuschauern befanden sich auch einige der vielen Sponsoren. Stellvertretend fragten wir bei Roland Kuplin, Mitarbeiter der Stadtwerke Hettstedt, nach den Beweggründen der Sponsoringbereitschaft. Ich könnte es mit einem Satz sagen, das machen wir gern. Ohne die Vereine im Mansfelder Land wären ja Veranstaltungen, wenn ich die Leuchte nehme oder den Tiger nehme, sinnvolle Ferien- und Freizeitgestaltung überhaupt nicht möglich. Und hier der Boxverein, der Herr Hauke, ist unwahrscheinlich engagiert und versucht, wirklich immer schöne Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Und ich freue mich wirklich, wenn wir nach rechts gucken, wie schön besucht die Veranstaltungen sind. Nach der ersten Pause ging es mit zahlreichen Kämpfen weiter. Wir zeigen Ihnen hier die einzelnen Paarungen und deren Ergebnisse. Wir richten das Augenmerk der Videobilder auf die Boxkämpfe mit Hettstedter Beteiligung und so steigen wir im Duell Alexander Puchko gegen Boris Schimanski aus Magdeburg wieder ein. Zwar konnte Alexander einige Treffer landen, war aber dem Magdeburger an diesem Tag nicht gewachsen. Nachdem Alexander dann angezählt werden musste, stoppte der Ringrichter den Kampf und das Urteil lautete: Sieg für Boris Schimanski durch RSC. Nach dem Kampf zwischen Thome Schäfer aus Gürzig und Leander Munzer aus Neuwelt, den der Gürziger für sich entschied, traten dann die ersten Damen des Abends in den Ring: Sophie Obst aus Mühlhausen und Lea Ratzka aus Halle. Die beiden gingen über 3x2 Minuten in den Kampf. Besonders die dritte und letzte Runde war sehenswert. Einstimmig ging der Sieg nach Punkten an die Hallenserin.
Im nächsten Boxkampf standen sich Mert Dolazir aus Wernigerode und Sefik Omerovic aus Hettstedt gegenüber. Der Kampf endete mit einem kurzen Schreck, doch ohne größere Verletzungen. Damit standen die Hettstedter Boxer alle im Ring und konnten die restlichen Wettkämpfe von der Seite aus beobachten. Nicht immer waren die Wertungen nach den Ansichten der Trainer und führten bei dem einen oder anderen Kampf auch zu lautstarken Äußerungen. Auch war nicht immer der Boxer oder die Boxerin mit dem Ergebnis zufrieden, was aber sicher im Nachhinein, nach Beruhigung der Gemüter, schon wieder anders aussieht. Am Ende der Boxnacht galt es die Pokale für den besten Techniker, den besten Turnierboxer und den Pokal des Bürgermeisters zu übergeben. Besonders freuten sich sowohl Frank Hauke als auch Dirk Fuhlert, dass der Pokal in diesem Jahr wieder nach Hettstedt ging. Zum Abschluss sehen Sie jetzt noch ein paar Szenen aus den letzten Kämpfen.